Servus und hallo zu dieser Episode Felix Tested Bikes, der Kanal für Gravelbiker. Wenn du jetzt gerade auf der Suche nach dem Gravelbike bist, bist du wahrscheinlich der Verzweiflung recht nahe, denn der Markt scheint leergefischt. Ist das wirklich so? Fakt ist, die Hersteller haben immense Lieferschwierigkeiten und die Nachfrage ist auch relativ groß nach Gravelbikes. Und das alles sorgt natürlich für Frustration auf Kundenseite, auf Herstellerseite und auf Händlerseite. Doch ich habe jetzt mal für euch recherchiert und 13 Bikes gefunden, die eine humane Lieferzeit haben, die man empfehlen kann und die in einem Preisbereich zwischen 1.000 und 2.000 Euro liegen. Herausgekommen ist ein buntes Portfolio an Bikes, das für unterschiedliche Einsatzzwecke und für den unterschiedlich großen Geldbeutel alles beinhaltet. Wenn du jetzt gerade angefangen hast, dich da so ein bisschen reinzufuchsen ins Gravel Game, sind dir wahrscheinlich drei Markennamen sofort aufgefallen. Cube, Canyon und Rose. Das sind so die drei größten Player im deutschen Gravel Bike Game. Also Rose hat ein phänomenales Gravel Bike mit dem Backroad geschaffen, das mittlerweile eigentlich den Standard auch setzt. Und dieses Alubike durfte ich mal ausprobieren. Allerdings hat auch dieses Bike extrem hohe Lieferzeiten und man muss sich eventuell, wenn man diese Lieferzeiten nicht in Kauf nehmen möchte, nach Alternativen umgucken. Bei Canyon landet man auch relativ schnell. Mit dem Grail ist ihnen auch ein richtiger Bestseller und ein solides Einsteigerbike für den ambitionierten Sportler gelungen. Mit dem Grizzle geht nochmal so ein Bikepacking-Feature mit rein und auch das Rad ist wahnsinnig gut. Aber auch hier sind die Lieferzeiten explodiert und wer ein halbes Jahr auf sein Rad warten möchte, der greift gerne zu Canyon und Rose. Da bereut ihr dann in einem halben Jahr definitiv nichts. Wer jetzt aber schon graveln möchte, kann schon auch bei Cube Glück haben, denn die haben gerade ihre neuen Modelle von der New Road Reihe vorgestellt und da gibt es vereinzelte Modelle, die jetzt gerade bei den Händlern eintreffen, die auch die ersten Online-Plattformen schon anbieten. Und zwei davon habe ich bei Lucky Bike gefunden. Dort wird für 1.299 Euro das Cube New Road Pro FE angeboten. Das Cube New Road Pro FE ist das Bike in der Range, das für den Alltagseinsatz gedacht ist. Und für 1.299 Euro bekommt man ein wirklich gutes Paket mit einer GX400-Schaltung, 2x10 Übersetzung, Shimano Tiagra-Schalthebel zwar, aber dafür mit Schutzblechen, einer Lichtanlage und Gepäckträger. Und die Lieferfähigkeit ist bei Lucky Bike gerade ziemlich gut. Wer es ein bisschen sportlicher mag, der greift dann zum Schwesterbike, dem Cube New Road Pro, das auch gerade in einigen Größen gut verfügbar ist. Und da kriegt man für 1.099 Euro sogar einen Alurahmen mit einer Carbongabel, also in der Preisklasse nichts Selbstverständliches und eine GX400 Schaltgruppe mit einer 2x10 Übersetzung. Abstriche machst du hier bei dem Rad natürlich dann mit der mechanischen Scheibenbremse und den Tiagra Schaltbremshebel, die jetzt nicht wirklich für den Gravel-Einsatz optimiert worden sind. Dafür hast du aber eine Reifenfreiheit bis 45 mm und ein Gesamtgewicht von nur knapp über 10 Kilogramm, was in der Preisklasse echt sehr gut ist. Das nächste Bike durfte ich selbst testen. Es ist von Wotec, ist vor zwei Wochen erschienen und hört auf den Namen VRX. Ist knapp unter 2.000 Euro mit 1.999 Euro und ist was für den sportlichen Fahrer, der das Rennradfeeling auch auf Schotter genießen möchte. Besonderes Highlight war für mich die gelbe Farbgebung und das Gesamtkonzept hat mir wirklich extrem viel Spaß gemacht. Alle Details zu dem Bike findest du hier in diesem Testvideo. Ebenfalls getestet habe ich vor kurzem das Diamant 137, auch für 1.999 Euro. Im Unterschied zum Wotec ein Full Equipped Gravel Bike, sprich mit Lichtanlage, Gepäckträger und Schutzblechen. Als besonderes Highlight hat das Rad dann auch noch einen Nabendynamo, der den vorderen Scheinwerfer mit Strom versorgt. Das Rad strahlt einen coolen Retro-Charme aus mit modernen Komponenten für den Allzweckeinsatz. Wer es ein bisschen sportlicher mag, der kann dann den gleichen Rahmen auch beim Track Checkpoint ALR finden. Das schauen wir uns dann auch nochmal gleich an. Mehr Details zu dem Diamant 137 findest du ebenfalls in diesem Testvideo. Das Fujiyari ist eines meiner Lieblings-Gravel-Bikes und ich habe mich gefreut, dass es bei Chain Reaction gerade zwei Alu-Modelle verfügbar gibt, die sogar im Preis ein bisschen herabgesetzt worden sind. Das Fujiyari 2.1 kommt mit einer 2x10 Shimano Tiagra-Übersetzung, hat 37 mm breite WTB Riddler-Reifen und leider mechanische Scheibenbremsen. Als Highlight kriegt man hier auch noch ein Schulterpolster. Das ist einzigartig bei dem Yari. Und die Farbe ist für mich auch ein richtiger Hingucker. Das 1.3 kommt dagegen ein bisschen teurer mit 1.764 Euro, auch heruntergesetzt. Es ist auf Lager und versandbereit in verschiedenen Größen. Unterschied ist neben der Farbe, dass du hier eine SRAM Apex 1x11 Schaltung hast, also mit einem Kettenblatt vorne, 40 mm breite Reifen,
allerdings ebenfalls mit mechanischer Scheibenbremse. Das nächste Bike ist deutlich günstiger mit 999 Euro, knapp unter 1000 Euro, kommt von Decathlon und hört auf den Namen Triban Gravel 520. Mit dem Kampfpreis könnte man erwarten, dass da ausschließlich Murks an dem Alurahmen verbaut worden ist. Zum Teil liegt man vielleicht richtig, aber ich glaube, für den Einstieg kann man damit auch echt extrem viel Spaß haben. Das ist übrigens gerade das einzige Bike, das auf der Decathlon-Webseite erhältlich ist, auch nur in L leider. Ich bin selber noch nicht gefahren, aber mich würde es wirklich interessieren, wie sich das Bike im Vergleich zu den teureren Rädern auch schlägt, weil es zum Beispiel auch über ein Highlight verfügt. Es hat eine SRAM Apex 1x11 Markenschaltung mit dran. Man macht Abstriche beispielsweise bei der Gabel. Das sind zumindest die Gabelholme aus Carbon, aber der Schaft aus Alu. Und ja, wer es mag, es sind 650B-Reifen drauf, also die Laufradgröße ist ein bisschen kleiner. Dafür passen dann breitere Reifen mit 47 mm in den Rahmen und das gibt dir dann mehr Grip im grob schottrigen Gelände. Ebenfalls ein Bestseller der Gravelbikes unter 2000 Euro ist die komplette Modellreihe von Bulls, die auf den Namen Grinder hört. Was gerade erhältlich ist bei radweltshop.de für 1050 Euro ist der Bulls Grinder 2. Auch ein ja wirklich günstiges Einsteigerbike mit Basic-Komponenten, kann aber für den ersten Gravel-Einsatz und fürs Reinschnuppern in das Segment durchaus genügen. Wir haben eine Shimano Sora 2x9 Übersetzung, auch wieder eine mechanische Scheibenbremsen. Insgesamt kommt das Rad aber doch auf wettkampffähige 9,9 Kilogramm und ist damit eigentlich gar nicht so schwer. Und das Rad sieht eigentlich auch nicht so wirklich billig aus, sondern ich finde auch hier ist das Design schön schlicht und unauffällig gehalten. Wer dann 500 Euro mehr ausgibt, kommt dann beim Bulls Grinder 3 raus und das überrascht tatsächlich mit den Komponenten. Der Grinder 3 hat einen erheblichen Sprung im Vergleich zum Grinder 2, was die Schaltung und die Bremsen angeht. Man hat eine Schaltgruppe von der GRX 600er Gruppe, GRX 400 hydraulische Scheibenbremsen und dann auch die Carbongabel, die beim Grinder 2 gefehlt hat. Allerdings muss man halt hier beachten, welche Art von Fahrer ist man? Ist man eher so der Fahrer, der mit einem Kettenblatt vorne zurechtkommt, oder braucht man doch deutlich mehr Gänge? Gerade am Berg spürt man das, wenn man vorne zwei Kettenblätter hat. Wer das noch nicht für sich geklärt hat, auch für den habe ich hier oben mal ein Video verlinkt. Da gehe ich auf diese unterschiedlichen Konzepte ein und was vielleicht für dich als Einsteiger besser geeignet ist. Die bisherigen Marken waren dir wahrscheinlich schon bekannt, wenn du dich ein bisschen mit dem Gravel-Thema auseinandergesetzt hast. Die nächste Marke kommt aus England und ist in Deutschland weitgehend unbekannt. Sie heißt Ribble und hat ein besonderes Konzept. Und zwar bieten sie gute Gravel-Bikes in unterschiedlichen Preisklassen mit unterschiedlichen Komponenten auch an, die man dann auch mit seiner eigenen Farbwahl customizen kann. Das heißt, der Rahmen kommt dann in eurer Lieblingsfarbe, wenn ihr das denn so haben möchtet. Das kostet natürlich dann ein bisschen einen Aufpreis. Kein Aufpreis kostet das Ribble Gravel AL mit 1854 Euro, immer noch unter der 2000 Euro Marke. Was kann es? Ja, das Modell hat laut Website die aktuell beste Verfügbarkeit und das ist schon mal ein ziemlich gutes Argument. Allerdings verschieben sich die Lieferzeitpunkte je nach Größenwahl zwischen Januar und Juli. Da müsst ihr einfach mal gucken. Das Bike kombiniert einen Alurahmen mit einer Alugabel. Es hat auch eine gute Schaltung, 1x11 von SRAM Rival. Die Bereifung ist ebenfalls wie beim Triban in 650B mit 47 mm, also eher was fürs gröbere Gelände, weniger zum schnellen Heizen auf Teer. Und genauso passt dann auch die Geometrie des Bikes. Zumindest liest sich die Geometrietabelle so auf dem Papier. Im Gegensatz zu Ribble interpretiert Scott Gravel wieder ganz anders. Mit der Scott Speedster Modellreihe präsentieren die Schweizer eher schnellere Gravelbikes, die zum Heizen auf Schotter ausgelegt sind. Gerade ist der Scott Speedster Gravel 20 bei Lucky Bike erhältlich für 1699 Euro, ist zumindest noch in Rahmengröße 56 verfügbar und ist ein sehr gut ausgestattetes Speed Gravel Bike mit Alurahmen und Carbongabel. Was hilft denn beim Schnellfahren? Ja, wir haben einen hochwertigen Shimano GRX Mix mit einer 2x11 Übersetzung. Außerdem windschnittige 35 mm dünne Schwalbe G1 Reifen. Das nächste Bike kommt von Bergamont. Bergamont ist eine Tochter von Scott. Und so versucht man bei Bergamont ja, eine andere Zielgruppe als bei Scott zu erreichen, damit sich die Marken jetzt nicht gegenseitig kannibalisieren. Die Idee
der Grandurance-Reihe ist, dass man über eine gemäßigt sportliche Geometrie auch den Alltagspendler anspricht, der möglichst viel mit seinem Rad abdecken möchte, gerne aber auch ein bisschen schneller unterwegs ist. Das Indiz sieht man auch beim Grandurance 4 für knapp unter 1000 Euro. Das ist das Einstiegsmodell von Bergamont in die Gravel-Welt. Da kriegst du ja recht dünne Reifen für ein Gravelbike mit 35 mm von Schwalbe G1. Du hast leider auch mechanische Scheibenbremsen. Du hast eine Shimano Sora Schaltgruppe, die okay ist, mit einer 2x9 Übersetzung. Zum Alurahmen gesellt sich dann auch leider hier auch dann die Alugabel und insgesamt kommt dann das nicht ganz leichte Gewicht von 11,1 Kilo raus. Allerdings muss man sagen, für 1000 Euro ist das auch ein sehr, sehr gutes und solides Einsteigerbike, das man durchaus empfehlen kann. Ein französischer Hersteller hat es auch auf die Liste geschafft. Bei Liquid Life gibt es das Lapierre Crosshill 3 für 1599 Euro. Es ist mit Schutzblech und Gepäckträgern ausgestattet und hat auch noch ein paar Anschraubpunkte, zum Beispiel auch an der Carbongabel, falls du auf Bikepacking-Touren gehen magst. Bei der Schaltung wird keine Gravel-Schaltung, sondern die Rennradschaltung der Shimano Tiagra-Reihe verbaut. Außerdem hast du hier eine Übersetzung mit 2 Kettenblättern vorne, 10 Ritzeln hinten und erfreulich, du hast hier eine hydraulische Scheibenbremse. Ein Highlight ist für mich hier das Design. Das ist natürlich wie immer Geschmackssache. Aber das Auge fährt ja mit. Ebenfalls bei Liquid Life erhältlich ist das Trek Checkpoint ALR 4 in Blau und schick in Rot in einigen wenigen Rahmengrößen. Vielleicht ist da deine Rahmengröße dabei. Check's gerne mal aus. Hier mogelt sich das Checkpoint ALR 4 mit 1999 Euro, so knapp unter die 2000 Euro Marke. Es fragt sich allerdings nur, wie lange. Das Checkpoint ALR 4 ist ein vielseitiges Allround-Gravel-Bike für den ambitionierten Einsteiger. Hier wird ein richtig schöner Alurahmen, den wir auch am Diamant 137 finden, mit einer Carbongabel gepaart. Wir haben hier Reifenfreiheit bis sogar 45 mm. Wir haben eine okaye Ausstattung für den Preis mit einer GX 400. In der Übersetzung haben wir 2 Kettenblätter vorne, 10 Ritzel hinten und einige hauseigene Bond-Ragger-Komponenten. Ja, das ist ein okayes Preis-Leistungs-Verhältnis, würde ich sagen. Von der Preis-Leistung sind die Amis den deutschen Marken dann doch deutlich unterlegen, aber dafür ist deren Marketing deutlich besser. Frage ist, was bringt dir das als Kunden? Generell noch ein Tipp zum Abschluss: Wenn du die Möglichkeit hast, ein Bike vor deinem Kauf Probe zu fahren, dann mach das unbedingt, denn erst dann merkst du, ob das Bike oder vielleicht sogar auch die ganze Kategorie Gravelbike was für dich ist. Denn ein Fehlkauf wäre schade, erst recht, wenn du lange auf dein Bike warten musst. So, das waren 13 Bikes im Schnelldurchlauf. Welche Bikes fehlen auf der Liste? Gerne einen Kommentar dazu hier unten rein. Dann schaue ich, ob ich dazu auch vielleicht ein Review machen kann. Die Reviews, die ich bis jetzt zu den Bikes gemacht habe, die ich selbst testen durfte, sind alle gesammelt in dieser Playlist. Also wenn du an Tests interessiert bist mit deutlich mehr Tiefe und deutlich mehr Details, dann kannst du in dieser Playlist mal stöbern, ob da was für dich dabei ist. Wenn dich das ganze Thema Gravel interessiert, gerne auf Abonnieren klicken und du wirst mit freshem Gravel-Stuff unterhalten. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.